Das gibt's doch gar nicht. Wo kommt jetzt plötzlich dieses Rauschen her? Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und wahrscheinlich ist dir das hier auch schon mal passiert oder das wird es auf jeden Fall mit ziemlicher Sicherheit schon in naher Zukunft. Worum geht's? Gestern habe ich ganz normal gemischt und heute mache ich die Session wieder auf und es rauscht volle Pulle. Komisch, ist mir gestern gar nicht so richtig aufgefallen. Also Fehlersuche per Ausschlussverfahren. Und vielleicht errätst du ja auch schon, was das Rauschen verursacht. Wenn ja, drück doch mal eben schnell auf Pause und schreib's gerne mal direkt unten in die Kommentare rein. Und vergiss am besten nicht gleich auch noch die Geschichte dazu zu schreiben, wie lange du gebraucht hast, um den Fehler zu finden. Also los geht's. Erste Vermutung meinerseits, meine Boxen oder das Audio-Interface sind im Eimer. Es kann aber eigentlich nicht sein. Es rauscht zwar nicht mehr, wenn ich die Boxen hier runterdrehe, aber das Rauschen wird ja auch im Analyzer angezeigt. Und der ist schließlich digital angebunden. Es muss also mit der DAW zusammenhängen, aber auch nicht wirklich, denn starte ich die DAW, rauscht es noch nicht, starte ich aber die Session, dann rauscht es wie Bolle. Also habe ich mit Rauschen aufgenommen? Auch nicht wirklich, denn es rauscht ja auch, wenn ich nichts abspiele. Es könnte also ein Plugin dahinter stecken, das vielleicht rumspukt oder vielleicht sogar kaputt gegangen ist. Und das tut es auch. Zumindest halb, denn das Plugin ist nicht kaputt, sondern es macht einfach nur das, was es soll. Was? Rauschen? Habe ich aus Versehen einen Rauschgenerator reingeladen oder was? Ja, so ungefähr könnte man das sagen, denn das Zauberwort ist analog, 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 immer analog. Analog ist also in aller Munde und das haben natürlich auch die Plugin-Hersteller erkannt. Analog ist ja auch viel, viel besser als digital. Es klingt wärmer, natürlicher und insgesamt sowieso viel besser. Mal davon ab, dass an wärmer und natürlicher bei einigen Plugins durchaus was dran ist, scheint es aber auch Plugins zu geben, für die der Hauptbestandteil von analogem Sound vor allem Rauschen zu sein scheint. Klickst du also zum Beispiel bei diesem Waves CLA-76-Kompressor den Analogschalter, dann fängt es schon an zu rauschen, ohne dass der Song spielt. Mit anderen Worten, selbst wenn das Plugin dem Sound auch Wärme und natürliche Obertöne hinzufügen sollte, ist es aber trotzdem vor allem das Rauschen, das ein wichtiger Bestandteil des Mythos Analog zu sein scheint. Und wenn du jetzt sagen solltest, das stört mich nicht das bisschen, dann ist es ja auch völlig okay, denn schließlich macht immer noch die Dosis das Gift. Auf einem Kanal ja, aber auf 10 Kanälen, wie bei mir hier die Bandmaschine und der 1176-Style-Kompressor für diesen einzig wahren analogen Bandmaschinen plus 1176-Sound, dann sorgt das eben für hochfrequentes Rauschen plus Rumpeln im Bassbereich. Ist das ein Problem? Naja, also während das hochfrequente Rauschen noch belebend im Mix wirkt, kann dir das Rumpeln durchaus den Druck aus deiner Kick, aus deinem Bass oder sogar aus beiden rausnehmen. Helfen kann dir natürlich ein Hochpassfilter direkt nach dem Rauschen im Plugin oder du lässt am besten direkt die Finger vom Analogknopf, vor allem bei Bass und bei Kick. Und wenn du wissen willst, wie du deinen Mix ganz bewusst mit Rauschen auf das nächste Level hebst, dann klick als nächstes hier auf dieses Video, da sehen wir uns dann und bis dahin mach's gut und Yassou!